Katastrophe. Ach nee. Hallo Freunde und willkommen bei Max Beachshop in der Katastrophenhalle. Warte mal, das geht ja gar nicht. Warte, noch ein bisschen Liebe hier mal eben vor euch hier so. So, ein bisschen Lappen rantüdeln. Jetzt ist die Katastrophe gebannt. So, was haben wir? Sonne, guck mal. Guckt euch den Scheiß hier an. Da wird immer sonniger hier, immer wärmer. Man kann es ertragen. Ich habe Tor vorne, Tor hinten auf, damit die Halle erklimatisiert. Akklimatisiert. Was habe ich heute getan? Eigentlich noch nichts, nur geschliffen. Und gestern habe ich meinen Vectra B durch den TÜV gebracht. Diesen hier, weißt du, den Verkaufsvectra, den Silbern. Hatte 2 Jahre TÜV, ist geil. So. Oben wird gerade Werner geguckt. Hanna hat Beschäftigung. Tine ist wieder drüben am Iberisieren und sowas. Weißt du, wenn man so ganz lötlich ist. Ja, ich habe die ersten Arbeiten am K30 hinter mir. Hab natürlich ein bisschen was ohne euch gemacht. Ihr habt die Lampengeschichte schon gesehen, wie wir es damals gelöst haben. Das Licht geht immer noch, bin da ganz stolz drauf. Und was noch? Pass auf. Ich habe gespachtelt und gebraten wie ein Weltmeister. Sieht noch voll scheiße aus, seht ihr das? Es sieht noch voll scheiße aus. Aber ihr müsst euch vorstellen, vorher waren eine riesengroße Rostlöcher drin. Die sind nicht mehr, da habe ich Löcher reingesetzt und habe dann da einen Klaus drauf gespachtelt. Wie blöde halt, 4 Kilometer Spachtel drauf. Natürlich noch alles von der Löcherkuchen und sowas. Ne? Ich habe natürlich keine Ahnung vom Spachteln. Habe schon eben schwarz geduscht mit der Dose, damit es nicht ganz so scheiße aussieht. Sondern so mittelscheiße. Ja, ich überlege, ob ich es so lasse oder auch nicht. Ich weiß es noch nicht, weil ich kann es halt nicht. Ich kann halt scheiße spachteln. Ich bin ein beschissener Lackierer, okay? Aber egal, die kann ich trotzdem Oliven. Ob sie es will oder nicht. Farbe ist bestellt. Ja, ich arbeite gerade auf folgendes Ergebnis hin. Auf die erste Probefahrt. Das heißt, ich will das Ding heute eigentlich probefahren. Nicht in diesem Video, sondern im nächsten Video wahrscheinlich. Das alles klappt. Aber gut, Technik ist gescheckt. Öl, alles ist drauf, sieht alles ganz gut aus. Getriebeöl ist drauf, habe die Batterie nochmal hier an so einen Elektrabäckung und Leierklaus rangehangen, an so einen großen. Damit er so ein bisschen hier Säft kriegt, weißt du? Ich traue der Lichtbestimmung der einen Seite noch nicht zu, dass sie richtig was schafft, weil ich glaube, eine Batterie wird nur geladen. Ganz komisch. Ich muss mal gucken. Ich weiß halt nur nicht, wie das funktioniert. Ob sie zuschaltet oder nicht zuschaltet, ich weiß es nicht. Egal, so in der Art. Ne? Sonst, ihr seht, Grill habe ich abgebaut, weil hier war ein Vogelnest drin. Da. Ja. Hat man natürlich auch, wenn man sich einen guten Gebrauch kauft mit einem Vogelnest, ne? Hat man jeden Tag. Das ist ganz normal. Kostkram ist. Aber egal, Kühler ist ja noch dicht alles. Funktioniert alles wunderbar. Ich werde gleich nochmal mit ein bisschen Verdünnung diese ganze Scheiße hier wegmachen. Dieses Lila da. Ich werde den Reifen mal gucken, ob ich ihn sauber kriege da hinten. Und das Rote ist scheißegal. Das lassen wir dran, das wird sich abfahren. Irgendwie, hoffentlich. Ja, natürlich sind noch viel große Lackierarbeiten darin geplant, ne? Aber ich will erstmal die Technik voneinander haben. Und dass er nicht ganz so kriminell aussieht, weil er sah halt hart kriminell aus. Ich habe hier oben die ganzen Dinger ausgeglichen, die halt so verbeult waren. Hab hier noch mal angesetzt, aber es sieht voll scheiße aus, weil ich noch nicht genug Spachtel für gehabt. Da müssen wir mal beigehen. Ja, muss mal beigehen, aber ich glaube, ich mache es eh nicht, weil ich eine faule Sau bin. Und ich konnte richtig schön fein spachteln, so überweg. Mal gucken. Ich habe echt keine Ahnung von. Ich bin kein Spachtelkönig. Gurke, aber spachteln kann ich nicht. Aber es ist besser als vorher. So, so viel dazu. Der Fisch ist eskaliert. Gut, was habe ich heute geplant? Ich habe mir eine Dose Oliven noch stehen, die habe ich so gefunden, habe einen anderen Kopf draufgepackt, jetzt sprüht die auch wieder. Problem mit diesen Dosen ist, wenn du die hier kaufst, aus eBay, die kosten nicht so viel, die kommen aus Polen. Die hatte ich noch gehabt, also ich habe jetzt nicht extra für den K30 gekauft tatsächlich, weil der wird richtig lackiert mit Pistole. Aber ich sage euch das, kauft die Scheiße nicht, die original Sprühköpfe davon gehen immer dicht. Das kannst du voll wegschmeißen, weil du sprühst dreimal, plopp, dicht. Keine Chance. Naja, pass auf. Ich bin jetzt hier im Gange noch. Ich habe hier den Wagen wieder ausgekerchert. Ich will diese Scheiße noch befestigen. Hier den Haubenzug. Welche Verschraubung davon findet ihr jetzt irgendwo hier. Ne? Handbremse will ich nachher austesten, ob die funktioniert. Weil wegen TÜV brauchen wir auch Handbremse. Der Wagen sieht noch sehr abgefuckt aus von innen. Ihr seht es ja. Wir haben keinen Mittelspiegel. Der ist aber auch nicht vorgeschrieben. Warum ist der Mittelspiegel nicht vorgeschrieben? Ihr braucht 2 Spiegel am Fahrzeug. Steht so eine STVZO in der Straßenverkehrszulassungsordnung drin. Was heißt das? Wir haben ja 2. Da und da. Okay? Natürlich, wir gucken, ob wir einen wieder rankleben können, aber das klebt natürlich nicht richtig. Ne? Das ist Scheibenkleber, wenn er schon im Handschuhfach gelegen hat vorher, wisst ihr Bescheid. Ja, sonst, wie gesagt,
Was ich gerne machen würde, ist heute ein Radio einbauen, obwohl ich eigentlich kein Radio brauche, weil eigentlich ist das Ding laut genug. Und hier sind ein paar Verschraubungen, die hier fehlen, die Schrauben, die müssen noch da rein. Zack, zack, ich will ordentlich festschrauben. Dann will ich mal gucken, ob ich ein Radio-Kabel baue oder irgendwie ein Strom- oder ein Pluskabel, was weiß ich, was liegt das da für ein Scheiß. Damit ich irgendwo Saft herkriege. Ja, so ein bisschen Innenraumliebe ist heute geplant. Das hier ist alles Kernsport. Ich habe geguckt, ein Dashboard-Cover an eBay kostet 250 Flocken plus 50 Euro Versand außer Staaten. Das lassen wir erstmal weg. Da muss der Wagen sich bewähren und erstmal hier einigermaßen ordentlich laufen, weil bevor ich so ein Dashboard-Cover, so eine Armaturenbrettabdeckung dafür kaufe, muss erstmal ganz andere Baustellen gemacht sein mit der Kiste. Hier, das lag vorher drauf, dieses hier. Ne? Das muss wieder drauf, ich weiß nicht, was ich hier mitmache. Das hier ist so eine Heizung, aber die funktioniert auch nicht. Also irgendwie ist hier alles im Arsch in der Kiste. Irgendwie. Ich gucke jetzt mal ein Kabelbaum hier durch, gucke, ob ich irgendwie was finde, was ich hier anfangen kann hier. Und dann melde ich mich gleich wieder, weil ich einen Plan habe, was ich jetzt überhaupt hier anfasse. Übrigens, ich bin persönlich, ich sehe ein kaputtes Blau und angezogen mit Loch in der Hose. Ich bin persönlich komplett aus Spachtel. Ich bin der Spachtelmann. Bruder, ey. Aber egal, was willst du machen? Der muss fest, ne? Guck mal. Und das hier ist der Release-Scheiß für die Handbremse. Dieses hier. Da fehlt sogar der Griff dran. Also, richtig Gurke. Guck mal, ich finde hier alte Militärtechnik. Wisst ihr, was das für ein Ding ist? Das ist eine NATO-Dose, soweit ich das weiß. Das ist eine Dose, mit der diese LKWs früher überbrückt wurden. Die haben den dann damals eigentlich von einem Grill gehabt oder in einem Innenraum. Also eigentlich saß so eine NATO-Dose original bei so einem Ding. Hier, pass auf. Hier ist Tarnlicht. Und hier so eine NATO-Dose, die fehlt aber. Ja, aber drin hat er noch eine. Hat er mal eine gehabt vor Ewigkeiten. Okay, die Überlegung, Radio einzubauen, war da. Aber guck mal hier. Das ist das Boxenkabel. Die haben mal die Boxen hier eingebaut. Aber die haben niemals daraus irgendwie sich überlegt, mal ein Radio zu machen. Gut, also da fällt schon mal weg. Das einzige Kabel von hinten nach vorne führt, ist nämlich das hier. Das ist für die Beleuchtung von diesem komischen Schalthebel da. Also fällt das komplett weg für uns. Komplett. Und wir müssen mal gucken, was wir weitermachen. Weil Baustellen haben wir genug. Das ist das Problem an diesem Auto. Und diese ganzen Baustellen, die stapeln sich halt. Ne? Nur halt die Gurkigkeit des Autos ist ja nicht so schlimm. Das stört mich ja gar nicht mal. Das ist halt eine Gurke. Ne? Du weißt ja, was ich kaufe. Aber irgendwie so innenraumtechnisch, da fehlt was. Ne? Wenigstens Fußmatten drin oder irgendwas, damit man sich ein bisschen wohlerin fühlt. Hier sind noch ein paar Gummis für irgendwas. Dann habe ich hier noch mal. Wo ist die Verschraubung hierfür eigentlich? Ach, hier sitzt er eigentlich dran. Guck mal, hier sitzt er eigentlich dran. Hier ist er eigentlich verschraubt, der Haubenzug. So, zack. Hier so. Das ist der Platz. Ich guck mal, ob ich normale, selbstsichernde Kackschrauben dafür nehmen kann. Ach du Scheiße, ob die den schon mal durch den See gejagt haben? Hier, das ist eigentlich das Blinkerrelais, was da drin ist, ein mechanisches. Da gehen irgendwelche Kabel raus. Und irgendwo hin. Also haben wir nur das Blinkerrelais eingebaut. Ach du Scheiße, ist das eine Bude, ey. Boah, also eine Elektrik sieht man selten. Ich dachte, mein Pontiac ist mal verbastelt, mit dem Scheiß, den ich da eingebaut habe. Ne? Aber das ist natürlich der die Oberhärte, ne? Also amerikanisch spezial, kann man sagen, was man will, aber das ist schon amerikanisch sehr spezial. Der erste Gurkenresen hat sich gelöst. Dieser Schalter hier ist für das Ding. Anmacht, dann müsste der eigentlich heizen. Oder irgendwie sowas ähnliches. Hat er ein Gebläse drin? Ja, hat der. Gebläse müsste ja nicht geben, weil ich jetzt Zündung anmache. Nö, der geht aber nicht. Nö. Kommt kein Strom an oder ist kaputt oder keine Ahnung was. Aber das ist eh voll der Müll. Das schmeißen wir erstmal raus, wa? Ja, das schmeißen wir raus, das Scheißding. Braucht keine Sau. Alter, guckt euch die Elektrik an. Hier so ein Schalter. Da irgendwie so reingelegt. Dann ist hier eine Plusleitung, die er einfach so blitz gemacht hat gerade eben. Wahrscheinlich ist die Sicherung geflogen. Denke ich mal wenigstens, wenn es da eine gibt. Zu gucken. Yep. Locker eine geflogen. Wahrscheinlich diese hier, wa? Oh, ich mach meinen Kabelbinder da weg und fummel hier alles auseinander und guck mir das mal an, wie das hier aufgebaut ist. Weil das ist ja total der Mist. Also wenn ich sogar sage, und ich bin der oberste Fuscher von allen, ne? Guckt euch diese scheiß Spachtelkacke an, die ich hier gemacht habe, ne? Richtig Gurke, ne? Aber guck mal, das ist ja voll daneben. Weil das ist ja wirklich, ich sag mal, wenn du so ein Pluskabel hast, ne? Hier sind Seiten schon da. Ein Pluskabel hast, was einfach so durch die Gegend fliegt da. Hinterm Armaturenbrett. Was auch noch aus Metall ist, ne? Alter, dann ist doch gebaut dafür, dass das Ding abfackelt oder irgendwie explodiert oder abbrennt oder was weiß ich was alles.
Ich nehme es mal einmal auseinander hier. Die Heizung, die Elektroheizung ist ja nicht schlecht. Die Idee ist gut, aber so hilft das aber nichts. Und meine erste Antwort ist, dass der E-Heizkörper eh kaputt ist. Ich habe es mal gemessen. Plus kommt an. Das hier ist irgendwie auch. Auf jeden Fall noch gar nicht gemessen. Mal kurz gucken, was das hier ist. Mal zünden nochmal anmachen. Auch ein fliegendes Plus. Das ist ja schön. Das ist ein Plus, geil, weil hier immer so rumfliegt und irgendwas macht. Ist das Zündungsplus oder Dauerplus? Mal kurz gucken. Zack, machen wir mal Saft drauf. Gucken wir mal. 12 Volt mit Zündung. Ist Dauerplus. Also haben wir Dauerplus drauf auf den Kollegen. Okay, das ist schon mal nicht schlecht, dass Dauerplus-Leitung einfach so rumfliegt. Das heißt, wir sollten jetzt erstmal mal gucken, dass wir diese Scheiße hier abbauen, diesen ganzen E-Heizkörper da rauspflücken, weil der ist totaler Mist. Und dann nehmen wir uns einfach diesen Kabelbaum, der da ist, und basteln uns einfach ein Radio dafür rein. Also das Plus können wir fürs Radio nehmen. Ich kann mir eh nicht vorstellen, dass dieses China-Ding hier irgendeine annehmbare Heizleistung hat. Das glaube ich nicht. Das ist eher ein ziemlicher schlechter Witz. Der Schalter hinten ist total schwergängig. Den kriegst du auch nicht angedrückt. Mit ein bisschen Liebe vielleicht. Also braucht keine Sau. Das ist dieses obligatorische Ding, damit das funktioniert für die Heizung. Für den TÜV. Weißt du, der TÜV schreibt eine Heizung vor. Ein Gerät für die Frontscheibe. Das ist sozusagen das obligatorische TÜV-Frontscheiben-Freipustgerät, was du halt brauchst. Deswegen schmeißen wir auch nicht ganz weg. Ein bisschen laufen kriegen wieder wäre nicht schlecht. Vorstellen, Freunde, mein neuer Radiostecker, der über einen Schalter geschaltet wird. Ganz spezial. Ist ja schon mal Kabel dran, die jetzt gekennzeichnet sind. Das ist jetzt für den Radioschacht. Das ist der Stromkabel-Scheiß fürs Radio. Ne? Warum mache ich jetzt ein Radio da rein? Ganz einfach. Gar nicht mal, weil ich jetzt unbedingt Musik auf Bock Musik hier drin hören will, sondern einfach nur aus der Tatsache, dass dieses Loch hier sonst keinen Sinn machen würde. Und dann kann man da das Radio reinstopfen, ist das Loch schon mal gepflegt. Noch das Loch finden, dann Armaturenbrett schmeißen, sieht die Karre nicht mehr so ranzig aus. Das ist eigentlich der einzige Plan, pur kosmetisch. Ich ja Mastermind in der hier Stereoanlagentechnik bin, das sind unsere neuen Lautsprecherkabel. Ich muss so den Stecker noch abschneiden. Aber der will so eine Hüllung, da kann ich den wenigstens in den Fußraum reinlegen. Sonst haben wir nämlich Scheiße. Ja, und so stellen wir ein Loch im Armaturenbrett dicht. Da wollen wir noch was zeigen, irgendwas? Hier, der Kühlergrill ist komplett zerbrochen. Leider. Und so ein scheiß Kühlergrill, habe ich geguckt im Internet, kostet über 300 Dollar. Das sehe ich nicht ein, deswegen kommt der Gebrochene da wieder rein. Nur noch eine Box, die Beifahrerbox, die da verbaut ist, weil das Problem ist, was ich jetzt gerade habe. Na, wie soll ich sagen, das Kabel ist abgefallen, was hier an der Box dran ist. Ich muss die Box einfach ausbauen. Das will ich jetzt aber gar nicht. Ich hole mir jetzt mal ein Radio und guck mal, ob meine Gurkenkonstruktion, die ich mir so ausgedacht habe, irgendwie trägt und irgendwie funktioniert. Das hier aus André sein Fanpaket. USB und AUX. Passt sicherlich gut. Oh, scheiße. Was ist dieses typische Redneck-Radio, was die in den USA auch immer in den Gurken drin haben? Das macht schon mal was. Der Schalter ist leider pur Gurke, dieser hier, aber es funktioniert. So, Box mal anschließen, dass wir die Box auch rausschlägt, die wir haben. Ja, geil! Wir haben sowas ähnliches wie ein Radio. Aber sowas ähnliches, aber es ist immer schon mal Musik. Wenn wir ordentlichen Einbau haben dran, diesen hier vielleicht mal den anderen tauschen, weil der passt nämlich nicht. Und dann haben wir ein Radio, was funktioniert und sogar olivgrün ist. Ha, passt ja sowas im Auto. Ja, so kann man die Musik hören. Ja, jetzt habe ich einen K30 mit Radio, perfekt. So, daher das Kabel ordentlich verlegen, das kriegt mit Panzertape, so eine Niederklebung. Das hier auch. Die ist überhaupt in der Beleuchtung, mal gucken. Die geht gar nicht mehr, die Scheiße. Oder? Darum läuft es eher Gurke, der Schalter, aber der geht noch. Einmal abfahren und Tee trinken. Die fällt jetzt mal ordentlich zusammen hier. Da haben wir schon mal ein bisschen für den Kabelsalat erledigt hier. Und können wir mal gucken, wie es funktioniert. Das kann ich auch mit einer komischen Redneck-Musik in diesem Auto hören. Zack, Strom aus. Es geht nicht mehr aus. Hallo, geh aus. Ah, egal, was ich hier anfasse. Es ist einfach alles Gurke. Okay, war so aus. Warte. Setup. Ja. Ja, bitte. Bitte. Hier finde ich das für Demo ausmachen.
Ein Demo aus, das kann man doch auch mal ausmachen. Clock, Clock set, Clock off, Clock on, off. FM, AUX, Rear, Bla, Demo, aus, zurück. Was? Das Radio. Pass auf. Das funktioniert. Pass auf. Ja klar, wenn ich da verkabel, jetzt geht's nicht mehr an. So doch. Ja, hör auf. So. Lauf schick Sound. Ich habe aber keine Antenne dran, aber das Radio funktioniert. Und das ist sogar olivgrün. Ja, perfekt. Hast du denn auch hier, hat das Ding Bluetooth? Nee, das nicht, aber AUX. AUX und USB. Hast du einen USB-Stick hier, dass wir es mal ausprobieren können in irgendeinem Auto? Nee, aber ich habe ein AUX-Kabel im LT rumfliegen, das reicht doch. So, das wäre diesen ganzen Kram, aber das ist eine offene Plusleitung, die kann ich auch nicht so liegen lassen. Obwohl, da können wir noch ein Funkgerät anschließen. Wenn ich ein Funkgerät finden will, was hier reinpassen würde, dann hätte ich auch einen Platz dafür gefunden. Weil diese ganzen, ich will diese ganzen Löcher am Armaturenbrett weg haben. Weil es einfach scheiße ist. Sieht ja eh schon scheiße aus, ne? Aber da haben wir wissen kein Loch drin. Also sehe ich immer. Das ist ultimative Gurkenelektrik. Also der Kollege, der hier angefangen hat, der kann den ganzen Pokal verleihen. Aber was soll's? Nach und nach kriegen wir es ausgegurkt. Und wenn nicht, dann bleibt es halt Gurke, aber man weiß, welches Kabel lang führt. Das habe ich einfach mal, weil ich gedacht habe, okay, mach's mal, meine alte Stabo gegriffen. Die habe ich früher mal meinen LKW gehabt im Fernverkehr. Hab die mal eben an diesen neuen fliegenden Plus, was uns nicht mehr umbringt, angeschlossen. Und halte jetzt mal eben am Masse, das Massekabel, und was passiert? Das geht schon mal. Das ist schon mal cool. Ein Problem haben wir natürlich noch. Das ist hier die Antenne, das ist diese hier, die habe ich noch liegen, nagelneu, vom Präsident. Wo kann man die noch anbringen? Wahrscheinlich müssen die verlängern. Weil ich würde mich gerne hier irgendwo haben. Hier eine Heckstoßstange, irgendwie so außen, so. So. Bisschen kurz, ne? Wo kann man eine Antenne hinbasteln für den W-Funk? Da rein nicht, nein. Sieht aber scheiße aus. In der Ladefläche eine Antenne ist scheiße. Das ist wieder scheiße wegen der Lampen. Ist so, ja, ich mache die ganzen Lampen, die hier drin sind, um. Obwohl, ich kann die nach hinten stellen, sehe ich hier. Dann würde vielleicht auch gehen. Auf dem Dach. Zu hoch, ne? Kommt dann nicht mehr durch. Ja, das ist das Problem. Da haben wir so eine mega Höhe. Hier, wo eigentlich eine Antenne sitzen würde bei so einem Auto. Ein bisschen sehr hoch, ne? Sieht ein bisschen kringelig auch aus. Das ist die Frage. Weil wir müssen ja. Ein Riesending dafür. Nee, musst du haben. Ohne Antenne gibt es keinen CB-Funk. Ich kann sie eh nicht mit empfangen, wir sitzen ja mit empfangen. Aber ich hab kein Loch mehr am Armaturenbrett. Ich baue doch da einen Bildschirm rein. Ein Fernseher oder was? Ja, irgendwie sowas, dann ist das Loch komplett weg. Ah, das ist so einfach. Ich hab's überlegt, so eine Kombination aus dem Funkgerät und Panzertape. Nee, eine Kombination aus dem Funkgerät und einer Ablage. Es gibt diese eckigen Ablagen, die du dort reinklatschen kannst. Golf. Vom Golf 2 können wir da reinspaxen. Ja, aber dann hast du kein Loch mehr. Meinst du? Das ist natürlich viel Arbeit, weil ich es ja in der Hand habe. Ne? Wir können mal kurz gucken in meiner Universalablagenbox. Vielleicht habe ich ja noch irgendwas. Komm, wir gucken mal. Vielleicht finden wir noch eine Ablage, die wir rein ablagisieren können. Dann spare ich mir einen ganz großen Haufen Arbeit. Wir haben jetzt eine neue Abdeckung gebaut. Das ist vom Polo 86C. Eigentlich die Abdeckung für den Gebläsemotor. Und die passt da erstaunlich verblüffend gut rein. Ne? Ich kriege mal irgendwo mal so einen Deckel. Ich glaube, da ist ein Handschuhfach oder sowas drin. Oder so ein Aschenbecher oder sowas. Ist da nicht mehr dabei. Lassen wir erstmal so, weil das Funkgerät wird ein bisschen mehr Arbeit. Wahrscheinlich brauchen wir das irgendwann mal hier oben. Für das erste Loch zum Abdecken. Du kannst es doch eher hier hinsetzen. Ja, bestimmt weit weg vom Fahrrad dann, ne? Ja, was willst du denn damit? Das ist ja nur Dekoration. Wieso? Kann man doch benutzen, klar muss auch funktionieren. Ja. Das Einbauen muss auch gehen, das ist eine Armee. Die Nase nicht mehr sauber machen. Wieso? Schwarz. Wieso? Ich schnüffel halt nur an Scheiße hier. Hä? Langsam wird der Innenraum besser, ne? Also ich will diese Löcher hier einfach nur dicht haben, die mal auf den Sack gehen. Hier, jetzt habe ich einen Equalizer verbaut. Natürlich noch nicht angeschlossen, nur verbaut. Die müsste aber so auch funktionieren. Wir müssen nur gucken, wie das funktioniert, allgemein funktioniert. Das hier ist albern, ne? Müssen wir den Deckel mal auftreiben. Aber bis dahin haben wir jetzt ein Loch da drin. Ich finde, dass es so schrottig aussieht. Haben wir hier noch? Na, da müssen Boxen eigentlich rein, ne? So runde Boxen oder irgendwas in der Art. Aber du kannst ganz schlecht Sachen verschrauben auf dem Untergrund hier. Aber der Equalizer passt. Auch optisch passt er ganz gut rein, denke ich. So. Ja, schon deutlich besser geworden, die Kiste. Deutlich besser. Tine ist im Imbiss. Und ich? Ja, was soll ich machen? Ich habe diese olivgrüne Dose noch liegen. Ich habe da 3 Stück davon oder so. Das ist so ein Camo-Lack. So ganz beschissen.
Leider. Das ist aus Polen und das Problem ist, du fühlst dreimal, geht die Düse dicht. Jetzt habe ich eine Masmulo Düse draufgesetzt. Jetzt mache ich gerade die ganze Ladefläche von dem Auto einmal oliv. Also halt unabgeklebt, so wie es ist. Erstmal der Optik nach, um zu checken, wie es aussieht. Also das ist nicht die finale Lackierung, ne? Final wird er angeschliffen, richtig lackiert. Ich will kurz gucken, wie das alles so wirkt. Wie das in der Farbe so alles andusche. Weil Innenraum ist es eigenermaßen fertig. So kann ich wohl losfahren, die erste Probefahrt. Hier, jetzt wurde von Kabelbaum von der Radio so verlegt. Ne? Ist totaler Gurkenkram, ne? Also totales Provisorium, das ist auch total krass, was ich jetzt mache. Aber ich möchte gerne gleich Probe fahren. Und ich möchte nicht mit einem bunt angemalten Auto hier gegen Gurken, weißt du? Deswegen sprühe ich ein bisschen Oliv drauf. Und dann zu gucken, was trocken ist, auch wie das am Ende aussieht. Ne? Weil Oliv ist ja meine Traumfarbe für dieses Auto. Deswegen muss ich es auch haben, ne? Weil es ist ja ein Army-Auto. Und da kann ich auch Flecktarn schon mal üben, weil ich habe auch die anderen Farben da. Weil die sprühe ich jetzt leer, diese Dosen. Weil die sind nicht so geil, leider. Das ist bei der Dose. Und nimm die Düse für eine andere später. Weil so schon hätte die echt gut gesprüht. Vielleicht kann ich mit der Dose die nochmal retten. Mit der Düse. Die Dose retten. Bin noch was. Guck mal, ist mein erster Blick so. So ungefähr wird es aussehen, wenn der Wagen später oliv ist. So, eine Farbe. Ihr seht auch, der Wagen ist extrem verbeult. Der wird auch immer bleiben. Aber die Farbe steht ihnen schon, ne? Mal gucken. Ein bisschen Flecktarn hier, ein bisschen Tüdel da. Das wird der ultimative Gurken-Chevrolet. Oh, Freunde. Jetzt haben wir ihn ja verkehrssicher. Wir sind verkehrssicher genug, dass wir ihn Probe fahren können. Was heißt das? Der ist jetzt, der fährt, der lenkt, der bremst. Das hat er vorher schon gut getan, tatsächlich. Da habe ich keine Schuld dran oder keine Verbesserung angetan. Aber er hat jetzt Rücklichter, Bremslicht. Also da draußen, der Elektrik, die eventuell nicht abfackelt im Innenraum. Ich glaube, das können wir mal fahren, ne? Komm, ohne Kennzeichen, Abfahrt. Freunde, dann würde ich mal sagen, das war's mit diesem Video. Ich sehe mich beim nächsten Mal wieder, weil ich gehe auf Probefahrt. Ich nehme euch in einem anderen Video mit, wo ihr Bescheid wisst. Kann auch interessant werden, wie er sich so schlägt. Wie gesagt, also verkehrssicherheitstechnisch machen wir keine Gedanken. Da müsste jetzt eigentlich alles passen an dem Auto. Oder so olivgrün noch auf dem Dach. Oh, ne? Ist natürlich noch kein TÜV-Zustand. Dafür TÜV-Zustand haben wir noch ein paar Schweißgeräte zu tun. Also mit ein paar lampentechnischen Sachen eben durchtüdeln. Und die rote Farbe, die da ist, da vorne auf der Lampe da drauf, die voran schon leuchtet, ist scheiße. Also noch einiges haben zu tun an der Kiste. Aber ich denke, wir können damit fahren. Und bringen auch keinen um. Und uns selber auch nicht. Da wird schon schief gehen. Munter, Freunde, bis zum nächsten Mal. Seid gespannt. Ich bin's auch. Ciao. Thank you.